Jetzt kann keiner mehr sagen, wir sagten noch, das gefällt mir. Das kommt dann Sinn. Das ist halt unglaublich. Ey, Digga, wir haben heute Baba Reactions. Wie ein Schrapper. Was? Guck mal. Wenn ich Schrapper. Wenn ich Rapper, produced by Stardover. Ich habe das Gefühl, das letzte Mal hat K1 gefühlt, gell? Richtig krass gerappt war nach dem ganzen Bushido-Beef, als er das Album gebracht hat, keiner kommt klar mit mir. Ja. Da hat K1 das letzte Mal überkrank gerappt, in Albumlänge. Was ist es diesmal? Komm, erwartet uns eine Single, erwartet uns ein Album. Ich hab's schon gehört, es tut mir leid. Ich hab's schon gehört, Digga. Die Snitch. Ich hab's schon gehört, ja. Kleine Snitch. Weil es stand nicht in der Liste drin. Dann ich so, hä? Ich klick so drauf, K1. Und dann hab ich's einfach angehört und dann dachte ich mir, oh shit. Okay. Ich will nichts verraten, Digga. Hört der selber rein. Sorry, Leute, ich hab's gehört. Immerhin, okay, ehrlich. Was? Zu kurz? Hm? Zu kurz? Sag mal, ja, das ist kurz. Ist kurz. Okay. Ich will eine schnelle Rap. Okay, mir gefällt jetzt schon. Ah, yeah. Come on. On a beat. Wenn ich rappe, hältst du kurz mal deine Fresse, hör mir zu. Du machst 5 Semester und ich hab 5 Bitches in meinem Pool. Sag deinem Lifestyle, bye bye. Meine Uhr, Eyesight, deine Uhr bei mir und ich Chris Busters in der Timeline. Ah, geil. Der war nice, ne? Geil. Guck mal, der wunderschön am Ende gefloht mit dem Reim am Ende. Ich liebe bei K1, wie der immer die Studenten disst. Der hat einen Hass gegen Studenten. Hat er gesagt? Ja. Du hast 5 Semester, ich hab 5. Aber ich find's geil. Ich mach den Tag bei denen. DMs wegen Guestless, Esstisch, Mahagoni, Finger weg, Drecksbitch, es ist gay, die Assoziation von Freshness, Bad Boy, und ich weiß bis heute nicht, was Respekt ist. Wegen der Tonne, nur wegen dem Mais, sag dir meine Kette, Mann, du bist am Wein. Ich flippe die Kippe, gerade an dir vorbei und verbieg deine Brille zum Hollywood sein. Nehme den Jet mit meiner Crew, fliege mit allem bis unter die Palme nach Panama, gönn mir den Jacket mit deiner Latine, der Booty, Tattoos. Fick auf alle meine, ich hole meine Bitcoins und ich chill. Oh, warte, warte, zurück. Warte. Ey, das ist wirklich, ich liebe es gerade, wieder K1 rappen zu hören, Digga. Alter. Weil die Leute vergessen das. Ich weiß, der ist krass, Digga. Aber weil er ja auch beides kann, ich finde, der kann beides extrem gut. Das macht ihn als Künstler so nice. Okay, mach mal. Fick auf alle Mann, ich hole meine Bitcoins und ich chille meine Villa, weil es nicht läuft. Mann, ich komme in deine Wohnung und ich gebe deine Bitch an der Mille, wer schreibt dir die Hits, Boy? Mann, ich zähle wieder Money, bin der Baller für die Bunnies, aber keine Bock auf alle Mann. Ich rappe nur, weil ich denke mittlerweile kommen sie und wollen meine Bunny. Ach, du Scheiße. Oh, shit, Digga. Ey, wie klar das war. Oh mein Gott, schon jedes Wort verstanden. Das ist schon so typisch. Mein Kopf, du hast verstanden, aber der Kopf kommt nicht hinterher, Digga, so ist das. Ja. Du kannst es so schnell denken und es erfasst. Ich hab so, nachdem er das nächste Wort gesagt hat, hab ich erst das Wort davor so erstmal mal so verarbeitet. Das ist wie Patrick, so LAGF. Ja, genau, der Song, Digga. Der Song, sag ich so. So, SpongeBob Ratter ist ein Double Time, du versuchst nachzukommen, Digga. Wir sind Patricks, oder? Patrick. Also, ne, krass. Ich freu mich, für das, was kommt. Aber das war's schon, kein Promo, kein gar nichts für später. Ich weiß nicht, was K4 hat. Aber das macht spannend für dich. Ich wünsch mir, du musst mal endlich droppen, Digga. Ich wünsch mir von dem ein Projekt, ein ganz größeres, Preis K1, das Lied, ey, mit Welle machen. Warte mal. Eines mit meiner aller ersten Deutschrap-Songs. Das muss mal K an dieser Stelle sehen. Falls du das siehst, war New Kid on the Block von dir. Wurde unter anderem halt auch damals Flagge, das. Warte, es war so. Yeah, ich bin der New Kid on the Block. Das hier ist Kreuzberg. Mehr weiß ich gerade nicht mehr. War das nicht Dings? Alles Gute kommt von unten? Das hat so auf dem LP3-Player und habe ich immer gehört. Das war eine Zeit. Das waren alle voll die Erinnerungen mit K1-Songs. K1 war schon krass, Digga. Also schöne Grüße an K1. Leute, wir beenden die Reaction hier an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie hat euch der Song gefallen? Kanntet ihr K1 noch von früher oder seid ihr neu mit eingestiegen, Leute? Schreibt es in den Kommentaren. Ansonsten gerne einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen wäre nice. Und übrigens, in der Videobeschreibung haben wir 2 Links, Leute. Ihr könnt einmal auf den Instagram-Link klicken, uns followen, bisschen abseits von Rap uns kennenlernen. Ansonsten die Telegram-Gruppe, steigt damit ein und bewertet die Songs mit. Haut rein. Gebt euch K. Okay, jetzt ganz cool.